Aktuell könnten weitaus mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, als dass sie es bisher schon tun. Jetzt im Februar sind die Zahlen anscheinend bei 25%, es könnten aber 56% sein. Und was geschehen würde, wäre, dass das Infektionsgeschehen extrem zurückgeht. Nur 1% mehr Leute im Homeoffice würden 8% weniger Infektionen sein. Das sind nicht nur die Besprechungen, die Meetings, es sind auch die Pausen mit den Kollegen, es sind auch die Wege zur Arbeit mit den Öffentlichen. Die aktuelle Zeit stellt viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter vor nie dagewesenen Herausforderungen. Das ist bei meinem Unternehmen, der Designfirma GoodPatch, genauso. Seit einem Jahr arbeiten wir jetzt im Homeoffice. Wir mussten dabei auf alte Stärken setzen, mussten aber auch vieles Neues ausprobieren. Davon möchte ich heute ein paar nützliche Tipps teilen. Homeoffice hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, dass der Mitarbeiter auch von zu Hause aus sehr produktiv arbeiten kann. Meiner Meinung nach ist eine ganz wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Homeoffice selbstorganisiertes Arbeiten. Und wir bei GoodPatch haben in den letzten Jahren extrem auf Selbstorganisation gebaut. Davon möchte ich heute einiges teilen. Das sind 5 Voraussetzungen für selbstorganisiertes Arbeiten vom Homeoffice. Erstens, Purpose. Weshalb stehen wir jeden Morgen auf? Woran glauben wir? Und was ist das größere Ziel hinter unserer täglichen Arbeit? Bei GoodPatch lautet unser Purpose Improve the Power of Design. Ich weiß, dass die Mitarbeiter sich extrem mit diesem Purpose identifizieren können. Selbst wenn ein Mitarbeiter irgendwann das Unternehmen verlassen sollte, bin ich mir sicher, die Person wird immer noch diesen Improve the Power of Design Purpose mit sich weitertragen und auch dort verfolgen. Und das ist unglaublich wichtig, dass man weiß, wofür man etwas tut und wofür das Unternehmen steht, wofür ich stehe mit meiner täglichen Arbeit. Zweitens, klare Rollen. Was ist meine Rolle im Unternehmen? Welchen Purpose hat dann wiederum diese Rolle? Welche Domain erfülle ich mit dieser Rolle? Was ist mein kleiner Garten, in dem ich Entscheidungen treffen kann? Welche Verantwortlichkeiten kommen damit? Das sind oft viele Fragen. Was will ich? Was soll ich? Was kann ich? Was darf ich? Und da erfordert es ständige Abstimmung. Im nächsten Schritt ist es wichtig zu verstehen, dass ein Mitarbeiter nicht nur eine Rolle erfüllen kann, sondern vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei. Bei uns, in unserem Unternehmen, hat jeder Mitarbeiter erstmal eine Primary Role. Das ist vielleicht die Billable Role auf einem Kundenprojekt. Und dann eine zweite, eine Secondary, eine intern gewandte Rolle, wo es darum geht, interne Projekte umzusetzen. Wichtig ist auch, in welcher Struktur ist die Rolle jeweils angesiedelt. Tun sich mehrere Rollen zusammen, entsteht ein Circle. Bei uns gibt es folgende Circle. Es gibt den Backoffice Circle, dann gibt es den People and Culture Circle, dann gibt es den Opportunity Circle, in dem bin ich zum Beispiel drin als Geschäftsführer, und dann gibt es den Wizardry Circle. Wizardry steht bei uns für das Expertendasein. Das sind dann unsere Entwickler und Designer, die sich über ihre Projekte austauschen. Drittens, Ziele. Ohne Ziel ist jeder Schuss ein Treffer. Und gerade wenn die Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten, sind Ziele umso wichtiger. Dann kommt es nicht mehr so auf das tägliche Micromanagement an, sondern man kann einfach quartalsmäßig einchecken und Zielerreichungen reviewen. Wir arbeiten mit Objectives und Key Results. Das heißt, zum einen ist das, was ist Objective, was möchte ich erreichen? Und auf der anderen Seite ist, wie komme ich dahin? Was sind die Key Results, diese Zielerreichung zu messen? Und die Circles, die ich vorhin beschrieben habe, die stimmen sich auf Quartalsebene ab und definieren dann wiederum neue Ziele. Viertens, Regeln. Oben ohne, also ohne Manager, funktioniert es, wenn Regeln den Laden zusammenhalten. Regeln müssen ganz transparent dokumentiert sein und für jeden nachlesbar sein. Diese Regeln gelten für jeden im Unternehmen, auch für mich als Geschäftsführer. Eine der letzten Regelwerke, die wir bei GoodPatch erschaffen haben, gemeinsam mit dem Team, ist zum Beispiel ein Code of Conduct. Wie wollen wir kommunizieren? Wie wollen wir kollaborieren? Am Ende, nachdem die Mitarbeiter diesen gemeinsam entworfen haben, wird er quasi abgesegnet, unterschrieben von jedem Mitarbeiter. Und dann kann man wieder weitermachen und einander erinnern an diesen Code of Conduct, der dort existiert. Das ist eines der häufigsten Missinterpretationen von selbstorganisierten Arbeit, dass da zum Beispiel dann mehr Freiheit herrscht oder weniger Regeln. Das Gegenteil ist der Fall, es gibt mehr Regeln, aber die sind von allen wirklich akzeptiert. Fünftens, Tools. Mit Tools meine ich zum einen Software-Tools, ich meine aber auch bestimmte Routinen, die man im Team implementieren kann. Zu
zu Software-Tools. Erstmal zu sagen, es ist super wichtig, Remote-Arbeit. Erst durch diese Vielzahl von guten cloud-basierten Kollaborationstools möglich gemacht wird. Das heißt, man muss das zulassen als Manager. Man muss zulassen, dass Leute neue Tools ausprobieren und das ständig weiter verbessern. Zum Tool-Stack von Goodpatch kann ich sagen, wir benutzen natürlich Slack, wir benutzen Notion als internes Wiki quasi. Wir benutzen eine Google Drive-Infrastruktur und für Workshops bestimmte Kollaborationstools wie Whimsical oder auch unser eigenes Tool Strap. So, neben den Software-Tools möchte ich jetzt noch über die Routinen sprechen. Routinen halten das Team zusammen. Wir haben zum Beispiel wöchentlich einen ganz wichtigen Termin, das ist das All Hands. In diesem All Hands, Montagmorgen, geben die Circle wiederum Update über ihre OKRs. Es gibt aber auch Design Reviews, wo die Designer sich gegenseitig ihre Projektarbeit zeigen und sich Feedback geben. Und in der Corona-Zeit haben wir angefangen, monatliche Team-Workshops zu machen, immer am letzten Freitag des Monats, um die teaminternen Themen zu besprechen. Eine neue Routine, die wir in der Corona-Zeit noch eingeführt haben, ist die sogenannte Hot Potato. Eine Entscheidung, die ständig rumgereicht wird und endlich getroffen werden muss. Und hier kann man eine Attention ins Team hineingeben und dann wird schnell eine Entscheidung getroffen. So, das waren die 5 Voraussetzungen für selbstorganisiertes Arbeiten im Homeoffice. All das kann jetzt konsolidiert werden in ein Betriebssystem. Wir definieren bei uns Culture als Organizational Operating System, als Betriebssystem. Wir nennen das das Goodpatch OS. Das ist wichtig, dass man einen Ort findet, wo man all diese Themen dokumentiert und ablegt und dann definiert, sodass jeder Mitarbeiter sich damit identifizieren kann und das auch erstmal verstehen kann. Hilfe von außen kann helfen beim Aufsetzen von so einem Betriebssystem. Auch wir bei Goodpatch haben uns externe Hilfe dazugeholt. Es hilft ungemein, wenn das eine Facilitation dich supportet, so etwas mit deinem Team aufzusetzen. Gerne wendet euch aber auch jederzeit an mich für einen Austausch zu den Themen. Freut mich riesig. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.